Moment, doch, Sicherheit in der Werkstatt. Anhalte. Ja, hier schon. What is happening? Why they so aggro? Also, Sicherheit in der Werkstatt. Wo wird das abgehalten? Erfordert Gefängnisarbeit. Und Vorarbeiter in Werkstatt. Haben wir einen Vorarbeiter? Ja, ne? Ihr seid der Vorarbeiter. Jo. Bin gespannt, wer da kommt. Kam keiner. Great. Zwischen 9 und 11 ist wahrscheinlich auch keine Arbeit oder Freizeit. Richtig? Tagesplanung. Doch, Arbeit, Freizeit. Ja, gut, dann. Dann. Schauen wir mal. Hier darf auf jeden Fall schon mal jemand arbeiten. Das ist toll. Und da putzen jetzt auch ganz viele. Alles. Finde ich auch gut. Das läuft. Sauber. Bin mal gespannt, ob irgendjemand irgendwann mal besteht. Schlecht wäre es nicht. 12 Häftlinge bereit für Bewährung. Die Bewährungsanhörung. Nix, guten. Moin. Ja, ja. 2 in Einzelhaft. Ah, Grundlagenbildung. 10% haben schon mal bestanden. Das ist toll. Alle Häftlinge Essen geben. Also einer hat bestanden. 10% von 10 ist 1. WTF? Alle Häftlinge füttern. Läuft. Die Nummernschilder herstellen. Das läuft noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz. Rinnlasse, ja, okay. Rinnlasche. Einsätz. Da fehlt einer. Muss einer stationiert sein. Das geht sonst gar nicht anders. Und wir brauchen definitiv noch ein paar Wachen mehr. Ab dafür. Damit das Ganze nicht eskaliert. So, warum gab es jetzt hier heute Morgen aufs Maul? Smaul? Moment, da Bedürfnisse. Familie, es könnte das immer natürlich sein. Dass es daran liegt. Der Koch ist müde. Der Koch. Away. Die Wache ist ja total sinnvoll da. Der Besucherraum ist voll schmutzelig. Und es gibt Essen. Okay. Wie sieht's aus mit der Nahrung? Wo ist die Nahrung? Scheiße, oder? Gab's nix, oder was? Wie sieht's denn hier aus, Alter? Ist ja voll abgeranzt, Mann. Aber voll abgeranzt. Scheißwetter, by the way, also. Ui, wir sind hier schon wieder hart an der Grenze. Bevor wir jetzt weiterbauen, müssen wir in der Versorgung auf jeden Fall noch ein paar Kondensatoren bedenken. So, there we go. In der Hoffnung, dass es klappt. Wer seid ihr denn? Besucher, Ehemann von Jones. Jonesy. Wow. Achso, ja. Okay, ich kann hier noch einen zweiten Hof dazusetzen, quasi da, unter dem Besucherraum. Und ich denke, das mache ich auch. Hof. Da, Hof. Go, Hof on this and on this. Hofsam. Ist mir natürlich bedenklich nah hier dran. Aber gut, wird schon klar gehen irgendwie. Und ja, wie viele Gärtner haben wir denn? Einen, das reicht offensichtlich nicht. Aber noch einen zweiten. Irgendwie mockt hier alles zu. Kümmer dich, Bisch. Können wir da eigentlich auch irgendwas mit den Häftlingen machen? Waffenkammer, Sicherheit, Büros für ihre Wachen. Okay. Büros für meine Wachen. So, ist das nett. I don't even know. Macht aber auch nichts. Forstbetrieb, Bücherei, Postraum, Laden. Okay, eine Bücherei. Könnten wir machen. Wollen wir das? Wahrscheinlich nicht.
Da wird gekocht. Kochsam. Ja, ist eigentlich relativ sauber, aber es könnte besser sein. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Es könnte besser sein. Auch im Gemeinschaftsraum, by the way. Irgendwie geht da keine Sau rein. Obwohl der für alle zulässig ist. Richtig. Richtig. Okay. Was zum Henker? Das ist der Versorgungsscheiß. Nö, passt soweit, würde ich sagen. Saubär. Jo. Da unten ist eigentlich schon Shit, dass ihr da überhaupt was machen müsst. Die 2. Bücherei oder Laden? Das ist jetzt die Frage. Also da will ich wahrscheinlich nochmal expandieren wollen. Um eben genug Schilder herstellen zu können. Obwohl, jetzt haben wir es eigentlich genau. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Ja, genau. Könnten wir. Müssen wir aber nicht. Und dementsprechend... Ich habe jetzt 10 Stück, die da arbeiten. Wir bräuchten noch 2. Ah, es kann schon sein, dass ich nochmal expandieren werde. Bin mir nicht sicher. Vielleicht auch nicht. So. Weil, wie gesagt, 10 Stück sind jetzt da, ne? Irgendwie, ja. Aber 0 sind qualifiziert. Wie sieht's hier aus? Hier ist auch niemand qualifiziert. Nirgendwo. Ist ein Traum. Okay. Wie viel arbeiten eigentlich in der Wäscherei? 13! Gut. Sehr geil. Ich überlege gerade. Mach ich hier einen Kiosk hin? Ja, ich glaube, hier mache ich einen Kiosk hin. Nur mal gucken, wie das funktioniert. Beziehungsweise haben wir jetzt eigentlich die ganzen Bewaffneten. Jawohl. Taser-Ausgabe. Sicherheitschef. Ja, Taser-Ausgabe. Kostet 5000. Wir haben 9000. Also nein. Könnten jetzt aber erstmal gucken, dass wir hier, wie gesagt, einen Kiosk raushauen. Unterhalb vom Unterrichtsraum. Damit die ihr sauer verdientes Geld hier auch direkt wieder ausgeben können. 2 Uhr morgens. Well, well, well. Sieht schon abgeranzt aus hier, aber wir können noch ein paar Lichter anbringen. Objekt. Lampe. Da. Dann. Da. Na, das ist natürlich direkt im Hof dann, aber macht nichts da. Okay. So, das war's dann erstmal. Glück erleuchtet. Gut. Cute. Cute? I don't know. Something like that. Wisch das Ding, geht noch. Alles klar, hier ist weg. Jetzt können wir mal gucken, was brauchen wir für einen Kiosk? Laden. 4x4 Minimum. Okay. Das ist 5x5 Minimum in dem Falle. Das ist dann 3. Ne, 4. 4 auf 10. Kann man machen, ne? Oder? Wir machen es so. Aber alle Mauern neu ziehen. Na gut, macht aber nichts. Zugang, ja, ja, ja. Und da kommt eine offene Gefängnistür dran, eine große sogar. Dahin. Läuft jetzt hier. Wow, was? Wie? Scheiße, Sop. Was war das denn? Ist da einer abgehauen? Wie sind die denn jetzt da rausgekommen? Alter, die buddeln sich da aber auch ein. Wir brauchen Hunde. Definitiv. Alter, die Lady Rogue. 20 Jahre für mehrere Straftaten, darunter Entführung und Schwarzhandel, Videospielpiraterie, Gewalttaten, Angriff auf einen Polizisten, Körperverletzung. So, das war's für dich. Ich hoffe, dass wir dich fangen. Ich glaube natürlich schon. Komm, get her. Bam, bisch. Und dann Razzia, direkt. Gucken, wo das jetzt herkam. Wieso haben wir das bei der letzten Razzia nicht gefunden? Die gehen sowas von in Einzelhaft. Und Gift hat sie auch noch dabei.
Pass es nicht. Wie sieht das denn aus? Das war uncool. Ohne Scheiß. Na gut, bin mal gespannt, ob wir das irgendwo finden. Und wie sie es wieder getan hat. Die Olle. Ah. Holy shit. Das war wieder sehr nice. Unglaublich. Unfucking believable. Da wandelt jemand, wandert jemand in Einzelhaft. Walking Dead. Jetzt wollte ich euch gerade einen Kiosk bauen und ihr verkackt. Selbst schuld. Bitches! Dann warten wir lieber noch was. Wird das jetzt bald mal hier gefunden oder? Wir verfüllen das schon mal. Verkackt. Null Häftlinge treffen ein. Ja, super. Super. Und wir brauchen definitiv die Hunde jetzt. Heißt, wir bauen da unten einen Zwinger auf jeden. Auf jeden. La 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 la. La 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 la. Das bleibt erstmal leer stehen jetzt, ja. Ihr habt verschissen, Jungs. Buddies, da ist es, da ist es. Okay. Gut, Materialien, Tunnel verfüllen. Die alten Schnepfen, Alter. What the hell? Dürfen es denen nicht so leicht machen. Da müssen sie ja ewig dran gekrabbelt haben, ne? Eigentlich. Tja, ab mit euch in Einzelhaft. Selber schuld. Fertig. Gut. Also nee, natürlich noch nicht fertig, aber fast. Holy crap. Na, da geht doch jemand in Einzelhaft. Jugnoir. Jugnoir. Jugnoir, so. Ja, wir razzian hier trotzdem beide. Ist mir gerade egal. Jedes Mal, wenn hier ein Ausbruch stattfindet, seid ihr gefickt. Ganz einfach. Klar soweit. Können natürlich die Wand einfach noch dicker machen. Dann haben sie keine Chance mehr. Gefühlt. Mach ich vielleicht wirklich, ey. Ignoir. Müllraum, ja, der gute Müllraum. Hab das bald. Alter, was dauert denn da so lang? Was denn für eine Razzia? Da geht keine Sau hin da drüben, okay? Daneben nicht. Goodie. Entfernen Sie die Vorräte an allem. Ah ja, gleich ist er fertig. Oh, zwei fehlen noch. Wo? Ah, da. Okay. Da. Swatten, du kannst dich hier nicht ewig entziehen. Gaskin auch nicht. Noch swatten und dann ist gut. Komm, swat on. Swat. Ski schon wieder. Alter, die gehört echt zugeschissen, die Alte. Sauber. Nicht wirklich. Sauber ist anders. Aber in Einzelhaft, Bitch. Ah. Alright, was zur Hölle macht ihr da drin? Achso, putzen. Gut, wir machen da jetzt erstmal einen Kiosk draus. Räume Ladin. Ups, das war eins zu viel. Und dann Tisch, Ladenregal, angrenzend Raum, Ladenfront. Ladenfront. Gibt's aber nicht, oder? Frost, Forstbetrieb, das machen wir auch noch irgendwann. Nee.